Erfolgreich und sympathisch. Das Model Sylvie van der Vaart ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Im Gegensatz zu einigen berühmten Kolleginnen neigt sie kein bisschen zur Zickigkeit. Sylvie ist nicht nur Moderatorin, Schauspielerin, Fußballergattin und seit knapp einem Jahr Mutter. Nun ist sie auch das Gesicht auf dem Katalog eines Versandhauses. Dass sie sich beim Fotografieren auf den Bahamas ein paar Tage lang den warmen Wind um die Nase wehen lassen konnte, hat sie natürlich gern in Kauf genommen. Sonne, Strand und Sylvie, ein wunderbarer Anblick. Das dachten sich auch die Macher des neuen Otto-Katalogs. Und so schmückt das diesjährige Cover die niederländische Fußballergattin, Moderatorin und Schauspielerin Sylvie van der Vaart. Echt Paradies. Das Paradies heißt Bahamas. Der Katalogsommer hat begonnen. Eine Woche lächelte Sylvie van der Vaart um die Wette mit der Sonne. Zum ersten Mal war sie ohne ihren kleinen Sohn Damian unterwegs. War ein bisschen nervös, doch, ja. Ja, natürlich, weil es ist doch nach meiner Schwangerschaft und dann gleich so ein großartiger Job. Nach die Bahamas fliegen, alleine, das war auch, ja, spannend. Und Sylvie, die Fußballergattin, ist in bester Gesellschaft. Die Messlatte liegt aber hoch. Claudia Schiffer oder auch Tatjana Patitz, die Brasilianerin Giselle Bündchen und natürlich Heidi Klum. Ihre Vorgängerinnen waren alles Topmodels. Gleichzeitig dachte ich in meinem Kopf auch, oh mein Gott, das war doch auch die und die und die. Ja, bitte. Und jetzt ist es eben die. 28 Jahre und sehr selbstbewusst. Seit 2003 ist Sylvie mit dem holländischen Nationalspieler Raphael van der Vaart verheiratet. Aber sie ist kein Anhängsel, sondern Mutter, Moderatorin, Schmuckdesignerin, Schauspielerin und Model. Ich möchte gerne immer etwas tun für mich, weil ich fühle mich da gut bei. Und ich glaube auch, dass das schön ist, wenn man zu Hause ist und auch etwas zu erzählen hat. Mhm. Und ja, und was ich sage, Raphael ist so stolz auf mich. Und das ist doch schön. Den Typus Spielerfrau bedient die Holländerin also nicht. Wie hier zum Beispiel englische Spielergattinnen auf dem Weg zur Arbeit, Extremshopping während der Fußball-WM. Und wieder wurde ein Klischee bestätigt. Seit Raphael beim HSV kickt, lebt auch Sylvie in Hamburg. Schon bald wurde das Paar mit den Beckhams verglichen. Glamourös, gut aussehend, erfolgreich. Ich finde es toll, dass sie uns vergleichen mit so einem bekannten Pärchen. Aber es ist nicht. Es ist nicht. Ich vergleiche mich nicht mit Victoria. Total nicht. Muss sie auch nicht. Und bei solchen Bildern wäre selbst Victoria Beckham neidisch. Für mich ist wichtig, was ist Sommer. Für mich ist Sommer Hippie, Bohemian, Farbe. Und bei diesem Anblick kommt sicherlich auch der Sommer früher als sonst. Heiß und verführerisch. Sylvie van der Vaart, schönste Ehefrau der Fußball-Bundesliga, ist das neue Covergesicht eines großen Versandhauses. Auf den Bahamas fand jetzt das Bademoden-Fotoshooting statt. Die 29-Jährige präsentierte ihren Superbody nur 10 Monate nach der Geburt von Söhnchen Damien. Wenn ich meinen Sohn bekommen hat, habe ich so 3-4 Wochen gewartet und dann bin ich echt richtig angefangen, Sport zu machen. Weil es ganz wichtig, Ernährung ist wichtig, Sport machen, Bauchübungen, alles. Nach dieser heißen Vorstellung wird es für Sylvie wohl nicht bei einem Fotoshooting bleiben. Yes. Sexy Sylvie im Glück, herzhaftes Lachen und super Kurven. So landete Miss van der Vaart auf dem Katalogtitel eines deutschen Versandhauses. Bisher Stammplatz von Supermodels wie Heidi Klum, Giselle Bündchen und Tatjana Patitz. Ein großer Schritt für die zierliche Holländerin. Ich kann nur ein Ding sagen, dass ich das eine große Ehre finde. Das ist, wenn man diese Namen auf einem Zettel sieht, dann denkt man, oh, und dann komme ich. Das ist ganz toll. Und vielleicht ja Startschuss ihrer Deutschland-Karriere. In den Niederlanden war Sylvie Model und Moderatorin, als sie Kicker Raphael van der Vaart traf. Ihre Traumhochzeit, ein Fernsehereignis mit Millionenpublikum und Geburtsstunde der holländischen Beckhams. Als Kopie des Glamour-Paares sieht sich Sylvie aber nicht. Ich finde Victoria toll, ich finde, dass sie gut aussieht, aber es ist kein Vorbild für mich. Ich habe nicht ein Vorbild eigentlich. Ich bin meine eigene Person und das ist gut. Doch auch Sylvie will mehr sein als nur sexy Fußballergattin.
Und das Katalog-Shooting könnte ihr Sprungbrett werden. Dafür hat die 28-Jährige mit Modeldisziplin gegen die Pfunde gekämpft. Denn nur 6 Monate vor dem Shooting kam Söhnchen Damian zur Welt. Ich habe 3-4 Mal in die Woche Sport gemacht und weiter, ja, man muss aufpassen. Ich kann nicht sagen, dass ich alles gegessen habe, was ich möchte. Der Aufwand hat sich gelohnt und Silvi will zurück ins Rampenlicht. Seit 2 Jahren lebt das Paar nun in Deutschland. Und während Silvi ihre Karriere auf Eis legte, wurde Ehemann Raphael auf dem Rasen zum Superstar. Wir sind hier durch Raphael. Aber es ist doch trotzdem schön, dass ich etwas für mich machen kann und dass ich das auf meinem Weg befinde. Die ersten Schritte sind gemacht. Und von so viel Charme will man doch einfach mehr sehen.